und allen selbsternannten Frauenrechtlern da die gern mitgehen. Der Begriff toxische Männlichkeit, der in letzter Zeit so häufig zu lesen und zu hören ist, das mag ich übrigens gar nicht. Das finde ich in höchstem Maß diskriminierend und auch sexistisch. Ich will nicht, dass das männliche Geschlecht per se diskreditiert und diffamiert wird. Was soll das? Aber so sind's. Die vermeintlichen Hüter der Moral. Unter dem Deckmäntelchen einer Toleranz wird die Gesellschaft in eine Richtung getrieben, die immer intoleranter, gespaltener und vor allen Dingen immer humorloser wird. Also bitte, lasst euch nicht von einer geifernden Minderheit drangsalieren und bleibt kritisch. Wenn der Klügere immer nachgibt, dann gewinnen irgendwann die Deppen. Und denen haben wir weiß Gott nur in diesem Land. So, das war das Wort zum Freitag von der Tante Moni.